Hallo, am Freitagmorgen. Ich bin müde. Ja, kann reinmachen. Ich bin gerade am Umsatteln. Sattel meinen Dreiachser auf. Fahr ich rüber nach Wolfstein und hol den A29, den Radbagger, der da steht. Der geht hier nach Hause und dann vermutlich lade ich den Long Reach. Der muss irgendwo nach Kaiserslautern an die Autobahn. Irgendein Hang wäre weggerutscht, abgerutscht, weiß der Geier. Weiß noch nicht genau wohin. Weiß ich noch gar nicht heute. Entschuldigung. Keine Absicht. Moin. Ich bin am Bagger. Gestern Abend noch gesagt bekommen, der Bagger steht hinten an der Kläranlage. Aber macht er gar nicht. Und der steht hier, ich bin jetzt einmal quer durchs ganze Werk gelaufen. Thank you.
steig raus, fahr das Stück Straße, fahr dann hinter das Tor mit dem LKW. Achso, das habe ich ja wieder gar nicht. Habe ich wieder gar nicht gefilmt. Ah, seh den gleich. Durch, als ich da hinten hinkomme, wo der Kran steht. Ich weiß nicht, ob man den sieht. Ja, war ich da, habe ich gesagt bekommen, dass der Kollege gestern die Bagger auf die andere Seite gestellt hat. Dann bin ich wieder das ganze Werk zurückgelaufen an den Bagger, dann mit dem Bagger hierher gefahren. Katastrophe. Ich werde nicht jünger. So, Allrad.
Meter kommt einer mit weiß nicht wie viel, 100 km/h angeschossen, zieht vor mir rein und geht voll in die Eisen. Weiß es nicht, was für ein Sinn das macht. Ja. Also, und ist dann vor mir hergefahren durch die Baustelle mit, weiß nicht, knapp 50 oder so. Also wirklich komplett hinlos einfach. Komplett hinlos einfach. War kein Ortsfremder, er hatte lautere Nummer, also ja, aber wahrscheinlich im Papa sein Auto gehabt. Egal, ich bin jetzt sorry. Ich bin noch müde, alle. Er geht dahin, wo der 39 zuletzt stand. Zug. Hier die Seite nehme ich ab und dann zweite Baguette runter. Ah, die sind am Kalken hier. Da steht alles voll. Hoppla. Alle, machen wir das schnell. Bis gleich.
der Liegespur durch die Baustelle durch, ja. Also. Egal. Ich habe den Arm nicht hingelegt, das hat noch so ein bisschen gewackelt. So, und da vorne steht ein Blitzer, da ist 80 und alle bremsen sich ins Koma. Alle bremsen sich ins Koma, es ist herrlich, jedes Mal selber. Den Arm abgelegt, der hat mir noch so viel hin und her gewackelt und ich wollte noch ein bisschen weiter, dass er halt auflegt. Long hat es gemacht und das Teil war im allerwertesten. Ich habe das einfach so in Erinnerung, dass mit dieser Strebe quasi drin war. Ich konnte Arm hinlegen und es war alles fest. Ich musste also nicht noch irgendwelche der Arm extra sichern oder ich weiß nicht was noch machen. Bin ich jetzt hier gleich Kaiserslautern, Einsiedlerhof. An dem neuen Kreisel dahinter, irgendwo wäre der Hang gerutscht. Der Bagger sollte es dann am Montag wieder quasi richten. Aber ich habe keine Ahnung wo. Und ich krieg langsam Hunger. Ganz schlimm. Du kannst nirgendwo mehr parken irgendwo da. Da ist alles schon fertig. Es gibt nur noch zwei mögliche Zufahrten. Und die sind auf der quasi anderen Seite der Autobahn. Ansonsten, wenn ich hier vorne irgendwo raus muss, habe ich richtig dran gelangt. Zwei neue Genehmigungen sind auch da. Den Bagger, der in der Vogel-W drin steht, das ging jetzt relativ schnell. Die sind da, den werde ich auch dann wohl die nächste Woche irgendwann fahren. Und eine Verlängerung vom 956 von Mainz auch nach Hause. Und halt irgendwann im neuen Jahr wohl wieder zurück. Wer weiß. So, jetzt muss ich hier mal die Augen offen halten. Ob ich hier irgendwas sehe. Die fällt auch hier raus. Nirgendwo mehr reinfahren, ne? Wenn das hier auf der Seite sein sollte. Ich sehe absolut nichts. Doch, da vorne steht was. Da steht ein Auto. Das wird mein Mann sein. Jo. Alles klappt ja.
da hin. Ich glaube, wir müssen da hin. Ich frage den mal kurz. Augenblick. Gut, wunderbar. Okay. Denk mal hin, danke. Also gut. Mal gucken, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber das dürfte normal, die Kuppe dürfte nicht so steil sein. Die Kuppe dürfte nicht so steil sein normalerweise. So, gehen wir jetzt gleich. Und zwar vorne direkt. Vorne direkt. So, von innen kommt keiner. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich, wie gesagt, ob die Zufahrt hier. Aber ist doch eine relativ steile Kuppe. Geht aber. Das geht. Ach Gott, wenn nur alles so geil wäre hier. Mal gucken, dass ich mit dem Bagger am LKW vorbeikomme. Ich weiß nicht, ob ich hier nebenhin drin fahren kann. Mit dem Bagger. Ich bleib hier stehen, stell den Bagger daneben drauf, der sieht mir relativ fest aus. Gucken wir mal. Ist kein Kollege dabei, ich weiß nicht, ob ich filmen soll. Mach mal kurz die Kamera aus und dann, wenn ich filmen kann, mache ich das. Bis gleich. Ebenso voller Eifer. Hier neben. Ah, da. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Komm, guck's mal, ob das trägt, ob du da mit dem Bagger drauf fahren kannst. Ja, ich war weg bis 30 Grad. Musste kämpfen, dass ich beim Rausziehen, dass ich meine Schuhe nicht verliere. Dementsprechend sehe ich halt jetzt wieder aus. Ich bin halt eine kleine Wutz. War schon immer so, wird auch nie anders werden. Vorne kommt jetzt ein bisschen Gras, dann gehe ich mal rein mit der Schuhe und hoffe, dass die Schuhe wieder ein bisschen sauber werden. Ah, schlimm mit mir. Schlimm, wirklich schlimm mit mir. Du kannst keinen Schritt neben der Schotter machen. Ja, da ist alles. Da bist du weg. Da ertrinkst du. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mit dem Bagger daneben rinfahren fahren soll. Gucken wir mal.
fahre ich wieder nach Hause. Ich zusammenschieben hätte ich mir sparen können. Das große Radlader laden. Muss ich wieder ausziehen. Meistens so, egal, ist jetzt so, lade ich den 566 zu Hause und der geht, weil er da fahrt doch mal in der Fresse her, und der geht nach Mainz ohne Ende zu laden. Ausarbeiten. Das Schild da hinten steht blöd, ne? Aber ich glaube, das kann mir passen. So, also wie gesagt, wieder nach Hause. Auch nicht mehr gebraucht, aber den Fall kriegen wir schon. Gerade Mainz-Mombach runter. Der Radlader geladen mit 566. Er geht an die Baustelle in Zollhafen. Sorry, die Kamera ist ausgegangen, ich weiß nicht warum. Nee, also der Akku dürfte noch voll sein. Muss mal gucken, ich muss jetzt hier hin, ich stelle mal Augenblick. Ich stelle die gerade mal auf hier. Da stehe ich schief. Egal, es wird gehen. Also die parken schon wieder, also hier ist mal ausnahmsweise gut, ja, aber auf dem Weg hierher. Die Kamera hat es leider nicht eingefangen, oder beziehungsweise die Kamera ging ja leider nicht. Katastrophe, wirklich katastrophal. So, ich weiß jetzt nicht, muss ich davor, muss ich dahinter? Ich habe keine Ahnung, wo ich mit dem Radlader hin soll. Unsere Baustelle war immer da vorne geradeaus durch. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt wieder rein muss oder nicht, oder wie, wo, was. Ein öffentlicher Durchgang, ja.
Schloss dran. Da sind zwei Schlösser dran. Ich so, ich habe jetzt leider nur die Kamera. Also ich hab's offen quasi. Bisschen hochheben. Über den Bordstein, es geht nicht anders. Ah, Gott, was haben wir's hier? Echt? Aua. Ah, gut. Also nicht, warum er wieder... Au. Das war noch ein Bordstein. Warum er wieder der größte, das größte Vieh von Radlader. Fahren wir wieder hierher. Verstehe sowas nicht. Vielleicht muss ich das auch nicht verstehen. Wegen der Holzbäcke. Reifen noch ganz hin, oder? Ja, sieht immer so aus. Mm-hmm.
gerade eben sagen, die ganze Zeit hier beim Abladen fuhr kein einziges Stück durch, oder? Ja, wie meine Karre aussieht, ey. Müsste ich schämen. Aber jetzt sehe ich gerade jetzt fahren. Es fehlt hier doch eins. Dachte schon, hier wäre wegen Hochwasser oder so. Aber eigentlich so richtig hoch. Hochwasser ist das ja gar nicht, ne? Zusammenschieben tue ich jetzt nicht mehr. Ich fahre jetzt nach Hause. Es ist 3:04. Ich habe noch ein bisschen Stau Richtung Heimat. So macht er das. Mal raus, mach Tor zu. Wollen wir noch Schluss für diese Folge? Oder sollen wir weitermachen? Nee, ich habe keine Lust mehr. Zumindest heute. So. Das ist jetzt der Nachteil von den Camps. Du siehst auf dem Display, siehst du alles nur in 2D. Ja? Du siehst nicht, ob da ein Absatz kommt oder nicht. Das ist der einzige Nachteil, den ich wirklich. Ach, die Kamera ein bisschen geht nicht. Den ich wirklich feststellen kann. Ansonsten finde ich, hast du mit den Teilen nur Vorteile. Ich merke gerade, der Tieflader senkt sich hier nach rechts ab, also bin ich wohl an einer Kuppe, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass hier jetzt eine Fahrt runter ist oder so. Aber egal, das reicht mir. Mir reicht schon lange. Mir reicht es für heute. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, wäre es schön, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lassen würdet. Würde mich sehr freuen.